Hallihallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Ostermontag. Es ist zwar heute Karfreitag und schon spät, aber ich weiß ja, dass ich das an Ostermontag hochladen möchte. Und zwar habe ich ein ganz tolles Osterpaket bekommen von der lieben Nicole, die mit ihrem Kanal Pandoras Schminkbox bei YouTube auch vertreten ist. Ich verlinke sie euch in meiner Infobox, dann könnt ihr bei ihr auch vorbeischauen, weil ich habe der Lieben ja auch ein Paket geschickt. Und ich denke, ihr seid genauso neugierig wie ich, wie sie auf dieses Paket reagiert hat. Ja, aber wie gesagt, ich habe von ihr auch ein süßes Päckchen bekommen und das werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Ja, oh, was haben wir denn hier alles drin? Uiuiuiui. Als erstes hole ich mal eine Karte raus. Frohe Ostern. Habe ich überhaupt eine Karte dabei getan? Ich glaube ja. Au, au, au. Lass dich knuddeln, frohe Ostern. Oh, sind die niedlich? Oh, kleine Häschen. Ach, liebe Edda, ich wünsche dir und deiner Familie ein wundervolles Osterfest. Und ein paar schöne freie Tage. Alles Liebe, Nicole. Genau das gleiche wünsche ich der Nicole und euch allen natürlich auch. Freie Tage sind super. Ich habe heute so viel gegammelt. Ich habe, weiß ich nicht, wie viele Folgen Bergdoktor ich geguckt habe. Im Moment mein absoluter Favorite. Ich bin so auf dem nostalgischen Kanal gerade unterwegs. Zwischendurch haben wir noch Ostereier gefärbt. Mein Mann, meine Tochter nicht. Und was habe ich noch gemacht? Nicht viel. Lange geschlafen, gegammelt. Ja, irgendwie mal nicht. Muss ja auch mal sein. Ne? Morgen müssen wir noch einiges erledigen. Und dann ist Ostern volles Programm. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, lass den lieben Gott mal einen guten Mann sein und leg dir die Füße hoch und ja. Obwohl ich das eigentlich schlecht kann. Ich bin eher so ein Schrubbel-Schrubbel-Schrubbel-Typ. Aber gut, muss ja auch mal sein. Genug gequasselt. Ich zeige euch, was die liebe Nicole mir geschickt hat. So, als erstes kommt mir da eine Tüte Beauty-Sweeties entgegen. Die schmecken sehr gut. Sind mit Coenzym Q10, Aloe Vera und Biotin. Lecker, 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 lecker. Aber ich probiere gleich mal einen. Mal. Auch die sind hier niedlich. Schaut mal so Kätzchen. Super lecker. Ich habe da schon mal welche von gegessen. Aber keine Katzen. Was waren da nochmal? Bären? Sehr lecker. Und dann haben wir hier ein Osterhase. Schaut mal, ist der nicht hübsch? Der ist sogar richtig schwer. Silber mit seinen langen Ohren. Wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Der bekommt auch einen schönen Platz. Ich habe von der Verena ja auch einen Osterhasen bekommen. Und das sind auf jeden Fall immer auch schöne Sachen. Weil wenn ich den dann nächstes Jahr wieder hervorhole aus der Osterkiste, weiß ich ganz genau, den hat die Nicole mir geschenkt. Der sieht richtig gut aus. Sehr schön. Dankeschön. Oh, meine Kerze tropft hier gerade sich ein zurecht. Hilfe. Ich muss mal irgendwie... Ich hoffe mal, dass das jetzt gleich nicht da auf meinen Dings läuft. Na gut. Okay, was haben wir hier? Oh ja, aber von I Love Revolution von Elf. Das ist ein Bubble Bath. Sowas kann ich ja immer gut gebrauchen, ne? So zum Baden, so, ja, das ist echt immer gut. Ist noch zu. Jetzt würde ich ja gerne mal dran riechen. Ja, ich jetzt gar nicht so schnell ab. Na, komm, da. Oh, das riecht aber lecker nach Erdbeer. Das riecht so, wie die Bonbons schmecken.
Ich schwöre. So lecker. Ja, das stelle ich mir ja toll vor. Echt? So wie die Bonbons schmecken, so riecht das. Das ist ja nice. Krass. Von 11. Toll. Ganz toll. Da freue ich mich ja schon drauf. Mal gucken, vielleicht gehe ich gleich noch baden. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Noch mehr Leckereien. Uiuiui, was haben wir denn hier? Ein paar Osterkekse. Keks mit. Och, die sind aber niedlich. Leider sind ein paar kaputt gegangen bei dem Transport, aber das lässt sich ja nicht vermeiden. Butterkekse. Die werde ich dann am Ostersonntag oder Ostermontag einfach mal zum Kaffeetisch dazu tun. Oder was wir super gern essen hier, da passen die auch sehr gut zu, Erdbeeren schneiden, klein schneiden, ein bisschen Zucker einlegen, je nach Wunsch, wie stark. Dann kommen unten, also erst eine kleine Schüssel, unten kommen Butterkekse drin, rein, drin. Unten kommen Butterkekse rein. Dann kommen diese gezuckerten Erdbeeren drüber und obendrauf Sahne. Das ist lecker, das ist so lecker. Ist natürlich eine Bombe, ne? Wenn man da mal so eine Portion von isst, dann weiß man, was man gegessen hat. Aber ist echt mit den Keksen und mit normalen Butterkeksen super, super gut. Toll. Wird natürlich alles geteilt. Auch und dann haben wir hier noch ein Anhängerchen. Der ist ja auch niedlich, ne? Ich habe dieses Jahr gar keinen Strauß. Normalerweise habe ich mal irgendwie so, weil wir wohnen hier in der Nähe vom Wald, da gibt es immer diese gelben, diese Forsythien. Und die hole ich mir dann, holen wir uns eigentlich immer. Aber das kann ich gut woanders dran hängen. Mal gucken, vielleicht hänge ich das hier irgendwo dran. Ich finde einen schönen Platz. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Vor allem auch in Pink. Ich liebe Pink. Sehr, sehr schön. Fängt schon sehr gut an. Und dann haben wir ein paar Serviettchen. Auch vom Osterhasen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Noch was zu essen? Schon wieder was zum Baden von Mad Beauty. Mad Beauty gibt es, glaube ich, bei. Wie heißen die nochmal? Die Pinkpanda. Bei Pinkpanda gibt es Mad Beauty. Die haben schöne Merchandise-Artikel. Jetzt mal meine Brille auf. So, das ist ein Badeset. Einmal mit Bodywash und einmal mit einer Bodylotion. Marshmallow-Fragrance. Und das muss ich jetzt mal riechen. Das hier mal cool. Uiuiuiuiuiui. Das muss ich schnuppern. Marshmallow. Oh, nicht kaputt machen hier. Oh nein, war alles kaputt. Shitos. Oh, das sieht aber schön aus. So. Ach, ist aber eher ein Weihnachtsartikel, ne? Mickey im Weihnachtsrausch, aber ist doch egal. Warum nicht Weihnachtssachen zu Ostern verschenken und Ostersachen zu Weihnachten? So what, ne? Das ist jetzt das Body Wash, das auch wieder so krass riecht. Riecht da auch so gut. Aber das riecht so richtig typisch, typisch nach einem Duschgel. Duschgel, wie Duschgel eigentlich immer riecht. Wisst ihr, was ich meine? Dieser fruchtige, fruchtige Duschgel-Deo-Duft. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Bisschen erdbeerig, bisschen fruchtig, definitiv. Aber gefällt mir ganz gut mit dem Weihnachts-Mickey. Aber Marshmallow? No. Also das zumindest nicht. Ich guck mal hier die Bodylotion. Die ist auch noch zu. Ja, auch mit Weihnachts-Mickey. Was ist das? Das riecht nicht nach Marshmallow. Der erste Geruch war bäh, so, ne? Aber so langsam aber sicher. Ich werde mir mal was auftragen.
Kommt gar nichts raus. Warum kommt da nichts raus? Oh, das war sehr zähflüssig. Riecht so ein bisschen. Nee, das riecht aber. Riecht sehr künstlich. Also Marshmallow-Duft gibt es ja wirklich gute Marshmallow-Düfte, ne? Aber der riecht leider nicht so schön. Aber kann man ja nichts ändern, ne? Ganz, 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 ganz weit entfernt kann man Marshmallow riechen. Muss man mal warten, wie sich das vielleicht entwickelt. Nee, wird immer schlimmer. Also, das tut mir leid. Das muss ich weitergeben. Das ist leider nicht mein Duft. Tut mir leid, aber mein Gott, so ist das. Aber dieses Duschgel riecht super. Aber das riecht sehr, sehr, sehr künstlich. Also so richtig, man riecht so dieses Chemische. Dieses Chemische, ja, kann man nichts dran machen. Einige Düfte sind so, ne? Aber der ist super. Und vor allem der andere ist ja noch toller. Kann man nichts dran machen. Aber ich bin ja nun mal ehrlich. Und warum soll ich jetzt hier erzählen, oh, das riecht so toll. Und denke mir dann aber, nee. Aber jetzt muss ich sagen, ist der Duft schon komplett verschwunden. Also das spricht eigentlich für die These. Ich habe mal, ich weiß, dass Mad Beauty unheimlich tolle Sachen mit Kooperationen hat. Ne? Und da habe ich mich gewundert, warum sind die so günstig? Die sind wirklich im mittleren, unteren Preissegment. Da habe ich mir gedacht, warum sind die so günstig? Ne? Auch ob Lidschatten oder so. Und da habe ich mir mal ein paar Bewertungen angeguckt. Leider nicht so hoch bewertet. Aber das waren jetzt nur die Schminke, ne? Also die Bodylotion und so weiter. Wie gesagt, das Duschgel riecht Hammer. Ist eben nur die Bodylotion, ne? Also die ist gut eingezogen, kann ich nicht meckern. Aber es ist gar kein Duft mehr da. Also das ist irgendwie gut, ne? Ich meine, ist halt so, kann man nichts dran ändern. Und ich wäre jetzt aber neugierig, ob das jetzt nur bei diesen so ist oder woanders. Wenn ich mal bei Pink Panda bestelle, werde ich mal nochmal irgendwas Cremiges da von denen bestellen. Habt ihr schon mal Mad Beauty ausprobiert? Was sagt ihr dazu? Ist da die Qualität so? Ich habe schon ganz oft wollte ich bestellen. Ich hatte das schon im Warenkorb, weil ich mir dachte, warum sind die so günstig? Na, wenn man da jetzt so zum Beispiel I Love Revolution daneben hält, ist ja auch relativ günstig, ne? Aber qualitativ gut. Da habe ich mich mal gefragt, warum sind die so, ne? Und warum sind die so unbekannt, habe ich mir gedacht. Weil die Sachen sehen richtig, richtig toll aus. Aber wie gesagt, jetzt, gut, die Bodylotion werde ich dann weitergeben. Vielleicht ist das auch einfach nur mein Geruchssinn, der gerade so. Aber es ist jetzt nichts mehr wahrnehmbar. Nichts mehr. Gar nichts, noch nicht mal mehr dieses Chemische. Also es riecht als wie meine Haut. Also ja, ne? Schade, weil das ganze Set finde ich nice. Und auch mit Mickey und so, ne? Wir haben auch so schöne Sachen mit Schneewittchen und diese ganzen Merchandise-Klamotten da, ne? Die ganzen Lizenzen. Ja, schade. Gut. Aber mein Gott, wir wollen ja hier nicht über Mad Beauty reden. Aber mich interessiert, was ihr dazu sagt. Auch die süße Maus. Mini-Eier von KitKat. KitKat mag ich auch sehr gerne. Die werden nicht lange leben. Dann haben wir hier von Isane ein schäumendes Duschgel, Parfüm & Shower. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das The Tube von Lovable. Weil ich habe davon das Dusche. Bin schon ja ganz durcheinander. Das Deo gehabt und das roch wie Lavierbell 1:1. Richtig gut. Das hatte mir nämlich noch die Nadine gesagt. Sagte, geh da schnell hin, hol dir das mal. Das riecht wie Lavierbell. Wollen wir mal schnuppern? Ja, jetzt ist. Ich guck mal, ob ich das irgendwo hin machen kann. Ich habe hier so ein bisschen Dings.
Da bin ich jetzt neugierig. Da bin ich neugierig. Ja. Oh, das ist aber schön cremig. Ja, ist ein schäumendes Duschgel mit wohltuender Pflegeformel, weil es ist richtig schön cremig. Oh, riecht das gut. Wahnsinn. Guckt euch mal genau Isana an. Ne? Isana ist ja die Eigenmarke von Rossmann. Hammer. Nicht so teuer und trotzdem super, super gut. Also das werde ich in Ehren halten. Dankeschön. Mein Gott, so schöne Sachen. Und ich meckere hier nur rum. Nein. Nein, aber wie gesagt, das mit Made Beauty, das kam jetzt einfach, weil ich einfach da schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht habe. Weil ich mich das echt gefragt habe. Ne? Eine klassische Box. Och, da hat die liebe Nicole mir so viele schöne Sachen reingepackt. Oh, ein Kurzurlaub. Ah, mit Kokos. Da freue ich mich auch drauf. Das ist mal so eine Portion für die Badewanne. Ne? Kann man dann einmal reinmachen ins einlaufende Badewasser und dann habt ihr das. Monoi-Öl und Kokos. Ich hoffe, das riecht gut. Dann haben wir hier eine Hydrogel-Eye-Mask von Lyko. Das sieht aber schön aus. Die kenne ich noch gar nicht. Ich denke mal, aha, das ist so auch an der iPad. Wenn man da sieht. Schön, da freue ich mich. Sehr schön. Und noch mehr, so viele neue Sachen, die ich alle gar nicht kenne. Die Nicole hat so schöne Sachen. Noch schön. Ach, danke. Und dann noch eine Handmaske, die kenne ich auch noch nicht. Ich habe schon viele Handmasken ausprobiert, aber die noch nicht. Wunderbar. Und von der gleichen Marke nochmal Socken. Ja, Geil-O-Mat. Da freue ich mich drauf. Aus Korea. Wo bekommst du das her? Ja, die gleiche hat der Verena mir auch geschenkt. Ich muss jetzt lachen. Die ist von mir. Die habe ich mal in ein Wanderpaket gelegt. Aber die wollte zu mir zurück, siehst du? Ich finde das ja faszinierend. Aber nicht schlimm, werde ich dann auf jeden Fall. Also wenn die wieder zurückkommen, dann muss ich sie benutzen, auf jeden Fall. Cool. Oh, die kenne ich auch noch nicht. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Augenmaske. Oh, das ist eine ganze Maske. Wow, auch von Lyko. Lyko ist ja dieser Online-Shop, ne? Habe ich auch schon mal bestellt. Toll. Das ist auf jeden Fall spannend. War mal was anderes, ne? Als die ganzen anderen. Oh, jetzt kommt noch mehr schöne, tolle Sachen. Da haben wir ein Mikrofaserreinigungstuch. Entweder Dampfen und ich Make-up. Reinigt nur mit Wasser. Das werde ich mir in meine Kulturtasche packen. Wir fahren auch nächste Woche nochmal 2 Tage weg. Ach, nur mit Wasser. Okay. Dann werde ich das mal ausprobieren. Aber muss man bestimmt vorher waschen, ne? Oder kann man das sofort so benutzen? Muss ich mich nochmal informieren. Und dann haben wir hier von Eveline Cosmetics. Nicole ist jetzt in so einer Probierphase. Ach, den einen Face Mask. Infused with Wonderpool of 20 ml Extra Hydrating Serum. Wow, also eine Maske extra nochmal mit Serum. Das muss ich mir mal angucken. Sehr, sehr schön. Aha. Ah, das ist dann quasi da drin. Ich habe jetzt so verstanden, da wäre noch eine extra Ampulle drin, aber ich glaube, das ist jetzt hier irgendwie drin. Und hier ist dann die Maske. Spannend. Mein Gott. Mit Green Tea, Aloe Vera, Likorid, Orchid, Allantoin, Zanzama, Chamomille. Wow, das kann ja nur super sein. Wie findest du das immer? Die findet immer Schätzchen, das ist der Hammer. Und die Aquatuchmaske, die kenne ich schon, die ist auch ganz gut. Oh, Beauty, eine Paradise Punch Tuchmaske.
sehr spannend aus. 25 bis 30 Minuten, sehr schön. Und davon habe ich doch heute schon mal einen in der Hand gehabt. Ich hatte vorhin dieses Unboxing von der Verena gemacht. Ich glaube, bei Verena war, glaube ich, die schwarze drin. Das ist ja genial. Da freue ich mich sehr. Die habe ich, glaube ich, auch schon, aber noch nicht ausprobiert. Werde ich auch mal antesten. Also ich muss sagen, ich war in letzter Zeit ja wirklich sehr, sehr faul. Ich habe mehr nur die Under-Eye-Masken gemacht. Habe ich heute Morgen auch gemacht. Aber ich werde mir jetzt auch mal wieder mehr die großen Masken machen. Aber das mache ich lieber im Sommer, weil die sind so kalt auf dem Gesicht. Und wenn ich eh schon friere, dann ist mein ganzes Gesicht kalt. Und deswegen, ja, mache ich das lieber im Sommer. Dann hat man noch so ein bisschen den frischen Kick, ne? Wunderschön. So, dann haben wir noch eine Box. Eine schwere Pink Box. Uiuiuiui. Also das Paket gefällt mir sehr, sehr gut. Also finde ich ganz toll. Ich finde es auch schön, dass man so nette Menschen kennenlernt und dass man sich so Freuden machen kann gegenseitig, ne? Ich meine, auch mit Nicole habe ich auch schon öfter getauscht und wir reden auch viel miteinander, was sie mag, was ich mag. Und das macht Spaß, ne? Ah, von Dr. Barbour, ein Power Serum, Hyaluronic Acid. Habe ich die schon ausprobiert? Ich glaube, die habe ich auch noch mal. Aber wie gesagt, die kommen dann in meinem Backup. Das ist auf jeden Fall immer gut. Dr. Barbour ist klasse. Hyaluroncreme. Die habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert. Habe ich auch aufgebraucht. Die war nicht schlecht. Aber ich bin ja ganz ehrlich, so riesen, riesen, riesen Unterschiede sehe ich da leider nicht. Man sieht wohl bei diesen kleineren Fältchen hier oben, dass man da auf jeden Fall was sieht. Aber hier diese tiefen Falten, die werden natürlich nicht, wer weiß, wie gemildert, ne? Da muss man schon richtig ran. Aber ich finde allein, dass man dann auch sich da pflegt und das massiert, ist ja wunderschön, ne? Dann haben wir hier einen von Alterra, ein Carrot Cake Blush. Also Carrot Cake. Oder sieht ja toll aus mit den Karotten da drauf. Jetzt muss ich mir die Farbe mal beim Tageslicht angucken. Ich denke mal, ist wahrscheinlich ein bisschen zu rotstichig. Ich bin ja mehr so der Blush-Fan, also eher Richtung Bronzer, ne? Obwohl im Winter habe ich jetzt ab und zu mal Rouge genommen. Ich habe da so ein bisschen kleineres Döschen. Aber auch das ist Richtung Braun, so ein Braunrot. Und aber sieht richtig nice aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ja, ne? Ich möchte das ungern aufmachen, weil ich noch nicht weiß, ob ich es weitergebe. Aber sehr, sehr schön. Habe ich noch nie gesehen. Oh nein, Anastasia Beverly Hills. Oh Gott. Ich bin ja absolut kein Lippenfan. Aber ich liebe High-End, ja. Und nein, ich sag gar nichts mehr. Das ist nämlich ein durchsichtiger. Und allein schon der Flakon, sagt man nicht. Der Stift, wie der so hier gemacht ist, wunderschön. Wie gesagt, es ist ein Lipgloss für den Glanz. Wunderbar. Jetzt habe ich schon zwei schöne Lipglosse. Die Verena hat mir ja auch ein Lipgloss gegeben. Ich habe meine Lippenstifte und die ich hatte und die ganzen Gloss und alles habe ich ziemlich reduziert, weil die benutze ich wirklich gar nicht. Und ich sammle die auch nicht. Und ja, ich habe dann jetzt, wie gesagt, nur noch ein paar. Und die beiden, also den und den anderen, die werde ich auch auf jeden Fall behalten. Weil ich finde es auch schön. Ich finde auch so die, so wie Anastasia Beverly Hills geschrieben ist. Man ist bekloppt, ne? Weil natürlich ein hochwertiges Produkt, ne? Schlimm. Oh, Hand- und Nail-Cream, Make-up-Store. Also irgendwie Verena und Nicole haben sich abgesprochen.
Ja, wirklich. Aber Verena hat auch schon zu mir gesagt, bei dir ist es so schwierig, was zu finden, weil ich mag ja kein Badesalz, ich mag kein Lavendel, ich mag keine Lippenstifte. Motz, Motz, Motz. Ja, aber wie gesagt, ich habe bis jetzt, auch Verenas Paket war wunderschön und auch das bis jetzt alles super toll und das davon Matt City da. Moment mal, Moment mal. Matt City habe ich jetzt gerade gesagt, ne? Matt Beauty. Entschuldigung, glaube ich muss was revidieren. Es gibt Matt City Soap und Matt Beauty. Entschuldigung, ich muss alles wieder zurücknehmen, weil das, wovon ich geredet habe, das war Matt City Soap. Das gibt es nämlich bei Pink Panda. Matt Beauty, aber auch. Ich muss noch mal nachgucken, aber kann sein, dass ich Matt Beauty noch gar nicht kannte. Aber Matt, ne? Da war ich jetzt irgendwie verwirrt. Aber da gucke ich noch mal nach. Weil ich habe ja gerade gesagt, Matt City Soap war das, was ich eigentlich meinte. Die diesen schönen Lizenzsachen haben und ja. Oh, die sieht aber gut aus. Sehr schön. Die Firma kenne ich noch gar nicht. Peach. Also der Geruch ist Peach Make-up Store. Sieht sehr spannend aus. Peach mag ich auch ganz gerne. Die riecht so ein bisschen nach Eistee. Jetzt kriege ich Hunger, Leute. Oh, das ist auch eine schöne Konsistenz. Ich habe mir jetzt schon eine Nacht eine Creme hier an mein Dings gelegt. Ich habe ja meine andere Creme gezeigt. Ach, so habe ich euch gar nicht gezeigt. Entschuldigung, das war so ein bisschen durchsichtig. Ja. Riecht jetzt nicht mega stark, aber riecht angenehm und zieht sofort ein. Also jetzt auch hier an der Hand schon weg. Also nicht so dieses Glibber-Glibber-Gefühl, was man oft hat, wenn man sich die Hände eingecremt hat und erstmal so 10 Minuten warten muss, ist weg. Wow, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier haben wir was für die Haare. Und auch eine sehr gute Reisegröße. Und zwar von Schwarzkopf. Fiber Clinics 50 Milliliter für normales und trockenes Haar. Das werde ich auch mal mitnehmen in meine Reisekliniktasche. Riecht lecker nach Friseurshampoo. Ich bin ja ge gelernte Friseurin und wenn ich die leckeren Shampoos heute rieche, da muss ich immer dran denken, in meiner Lehre hat man ja erst noch Haare gewaschen. Und dieses Shampoo, was wir da immer benutzt haben, mit Nerzöl und so was, alles so, wir hatten viele ältere Leute. Boah, und irgendwann konnte ich nicht mehr riechen, diese Geruche. Ne? Aber gut, das sind so die Folgen. Ne? Oh, dann habe ich hier eine Mascara von Bobbi Brown. Eine Smoky Eye Mascara. Wow. Jetzt kriege ich es nicht auf, weil ich Handcreme an der Hand habe. Geht nicht auf. Muss ich noch mal warten? Geht nicht auf. Nee. Zu glitschig. Aber Mascara immer schön, immer gut. Und auch wieder einen neuen Namen, eine neue Firma. Pacifica. 100% vegan, cruelty-free. Vegan Collagen Overnight Recover Cream. Das hört sich doch mal nett an. Deutsch? Ich nichts finden Deutsch. Auf jeden Fall wird das wohl so eine Art Nachtcreme sein. Neue Firmen finde ich ja total spannend. Ich glaube, die ist noch verschweißt. Ja, ich lasse sie mal noch zu, bevor ich die nachher offen mache und die wird schlecht oder so. Alles ist gut. Sehr schön. Wie gesagt, was Neues ausprobieren. Oh, jetzt kommen wir hier zu Paletten. Eieieiei. Und zwar eine Palette von Colorwit. Kenne ich nicht.
Colorback Rains. Kann ich nicht, weiß ich nicht, was das heißt. Könnt ihr das da lesen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht die so aus. Pima sagt mir gar nichts. Ich guck mal hier hinten drauf. Colorback Rain kenne ich nicht. Kennt ihr da den Namen? Kennt die jemand? Ich kenne die nicht. Schauen wir mal rein. Oh, die sieht aber schön aus. Ist schon geswatcht, aber das ist gar nicht schlimm. Genau die Farben, die ich echt gerne mag. Ich würde die mal swatchen, den Goldton. Oh, diese butterweich. Oh, die scheint wirklich eine gute Qualität zu sein. Wow. Leider ist es jetzt dunkel. Aber ja, müsste man es im Hellen. Aber die Qualität ist super. Die Firma kenne ich nicht. Muss man echt mal austesten, ne? Aber butterweich, echt richtig schön. So. Ah, die habe ich jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal bekommen. Die vom Dschungelbuch. Oder? Ne, die habe ich noch nicht. Doch. Nein. Die muss ich mal gucken. Und zwar vom Dschungelbuch. Diese. Ich meine, die Nicole hat mir die gleiche geschenkt. Oh Mann, jetzt muss ich mal gucken. Weil ich vertue mich da leider sehr schnell. Ich weiß, dass ich die habe mit dem Simba und mit Nala. Und ich meine, das war eine kleinere Palette. Die kommt mir bekannt vor, aber das ist nicht die. Nee, das ist nicht die, die Nicole mir geschenkt hat. Entschuldigung, die Claudia mir geschenkt hat. So. Kommt schon durcheinander bei den ganzen Paletten hier. Das ist interessant, ne? Wenn man das so vermischt, wie sich das so auswirkt. Ansonsten sind die Farben, ja, das ist auch noch ganz spannend. Lila ist auch nicht schlecht. Da muss man echt mal austesten, ne? Aber die Palette an sich ist so schön, die glitzert und glänzt, das sieht man jetzt nicht. Seht ihr das jetzt so? Ja, ne? Oh, die glitzert, richtig toll. Ich habe hier Kerzen an. Schön. Ach Mensch, du wolltest doch nicht sowas kaufen oder so Geld ausgeben. Wolltest du nicht machen. So viele schöne Sachen. Wunderbar. Ganz, ganz toll. Also viele, viele neue Sachen, die ich nicht kenne. Wollt mal hier Bobby Brown. Kriege ich das jetzt auf? Nee, ich habe es aufgekriegt. Bobby Brown. So, und mal das Büschchen, mal schauen. Oh, das sieht aber gut aus. Nicht schlecht. Ja, riecht nach Mascara, ne? Ich habe früher nie an Mascara gerochen, dann habe ich das bei einigen YouTubern gesehen und habe das nachgemacht. Man ist schon bekloppt, oder? Ja, und dann diese tolle Lipgloss hier, Anastasia Beverly Hills. Danke, danke, danke. Also wirklich ganz tolle Sachen. Sachen, die mich jünger machen. Sachen, die mich jünger machen. Sachen, die mich dicker machen. Sachen, die mich duften lassen. Wunderbar. Ganz klasse. Also, meine liebe Nicole. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Und ich hoffe, du hast an deinem Paket von mir auch so viel Spaß. Und ich habe dir ja einen Duft reingepackt. Ich hoffe, der gefällt dir. Und ja, ich bin generell gespannt, was du sagst. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt schon mal schöne Ostertage gehabt. Ihr habt euch lieb gehabt mit euren Lieben, mit denen ihr zusammen wart. Und genießt noch die letzten Stunden. Morgen geht es ja wieder los. Für einige, für andere nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bleibt gesund und munter. Bis bald.